So, ja, eine neue Folge von mir in Botschaks 2 und jetzt werde ich erstmal mich mal daran vergnügen, wieder hier Forschungspunkte zu verteilen. Wir haben ja soweit alles erste Stufe gemacht. So, fangen wir Fahrzeughacking, Social Personendatenmanipulation statt. Basteleien, Botnets. Treffsicherheit. Ich würde mal sagen, Botnets ist interessanter. So, und hier können wir Botnets-Ressourcen um 2 und hinterher. Was kostet mich das Ganze hier überhaupt? 7 Punkte habe ich übrigens zur Verfügung. Das waren 4 Punkte, Alter. Heidewitzka. Heidewitzka. Vier Punkte brauche ich dafür. Oh Gott, das nervt schon wieder. Irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. Treffsicherheit. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Sie haben nicht genügend Punkte. Das ist immer sehr schön. Das heißt, mir wird kein einziger Hack mehr gelingen. Nach Kerndaten, und zwar das Embarcadero. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ja, einmal 3 von 4. 3 von 4. Oh Gott, das nervt. So. Okay, gut. Blume erledigen. Nebenoperation, Hauptoperation, da unten haben wir auch schon eine. Wir werden erstmal falscher Profit machen, auf Karte anzeigen natürlich. Mission wird verfolgt. So, und ich soll jetzt... Übrigens, das war jetzt total Nonsens, ne? Nee. Dahin fahren. Das wollte ich gerade wissen. So. Oh Gott, der rollt ja echt noch ganz schön lange. Beschleunigung gleich 0 von dem Hobel. Also wenn ich noch langsam fahre, dann fahre ich rückwärts. Also mal ganz ehrlich. Das ist voll der Gag gerade hier. Ich hätte beinahe gesagt, das ist ein Polizeiauto. Und ja, es ist eins. Und einfach mal ganz krass überholt und fast weggehobelt. Die Leute. Silicon Valley. Ja. Sehr schön, danke. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal hin wollte. Aber ich darf da auf jeden Fall jetzt hin. Also ganz ehrlich, da mag man sich jetzt echt drüber streiten, aber nur... Oh, einfach mal hier. Das Fahrfeeling der Autos ist... ja, weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Also in Mafia 3 hat es mir besser gefallen. Ist jetzt nicht böse gemeint. Aber muss ich mal so sagen. Von daher. Aber es gibt Schlimmeres. So. Sollen wir jemanden nach dem Weg fragen? Nein, lass mich einfach mal 5 Minuten in Ruhe, ja? Ich hab doch die Karte. Genau, guck einfach auf die Karte und dann dauert das noch 5 Minuten. So. Und wir starten die neue Mission erstmal. Noch ein Start. Wie es scheint, ist Galileo gut beschäftigt. Psst. Ich bin's. Ich bin hier drüben. Jimmy Siska. Ich hab mich getarnt. Ja, das sehe ich. Wunderschön, oder? Dieses Haus ist auf Lügen gebaut und es wird Zeit für eine Beichte. Mann, Open Wounds 3, das ist ein moderner Klassiker. Klassiker. Sorry, Mann, ich wusste nicht, dass du so ein Fan warst. Ja. Ja, das war ich. Ja. Ja, ich schätze, ich hab's verbockt, oder? Ist nicht das Einzige, was ich verbockt hab. Aber man kann immer wieder von vorne anfangen, so wie hier. Genau hier, in diesem Moment. Mhm.
Weißt du, Mann, vielleicht nicht genau hier in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal reingehen kann. Hm, ist schon gut. Sag mir, wonach ich suchen soll. Ich helfe dir. Gut. Gut, okay. Da ist ein Lift, mit dem du runter in den Keller kommst. Und im Keller, da ist ein Raum. In dem Raum, da sind alte sumerische Tafeln, angeblich von der Hand des Besuchers selbst geschrieben. Nein, Mann, ich mein's ernst. Und die meinen es todernst. Okay, Mann. Ich glaub dir, das ist perfekt. Okay. Hey, wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Wir haben einen neuen Freund, wollte ich mal behaupten. Will jemand nach dem Weg fragen? Nein. Gelange in den Keller des Tempels. Okay, Leute, ich schleiche mich gleich in New Dawns Tempel. New Dawns Tempel. Und Jimmy liefert uns eine nette Botschaft für unser Video. Kann losgehen, sobald du den Schatz hast. Vorsicht vor Schlangen! Da geht's immer schon. Das ist nicht die Art von Temple Wrench. Da können trotzdem Schlangen sein. Ich passe ja auf. Hammer. Mir fehlt unser alter Hobel, warum auch immer, auf einmal. Yes, Baby! Also das hat irgendwas, muss ich sagen. Das macht schon wieder Bock. Also mit dem Motorrad ist das Fahrfeld gleich anders als mit dem Hobel. Da lag vielleicht echt beim Auto, ich weiß es nicht. Aber ansonsten... Wow, yes, Baby! Also das hat schon wieder echt was, muss ich mal sagen. Also macht mir wieder mehr Laune, sagen wir es mal so. So. Kann ich jetzt eigentlich einfach hier reinfahren? Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne? Aber was soll denn passieren, ne? Außer das Wachpersonal, was da hinten steht. So, ich brauche einen Zugangsschlüssel. Jetzt geht der ganze Schmuh wieder mal los. So, also. Haben wir da eine Kamera? Da haben wir eine Kamera. So, jetzt erstmal hier gucken. Oh, nein, ne? Die kann ich jetzt nur bedingt bedienen. Ach, da ist er, ne? Da steht er, glaube ich. Ey, das ist doch wieder ein Witz. Okay, hier sind... kann Verstärkung rufen. Ich habe keinen Bock, schon wieder hier alles hier kaputt zu schießen. Ey, irgendwann muss ich das ja auch mal hinkriegen. Kann ich mich nicht irgendwo einloggen? Ich brauche eine andere Kamera, definitiv. Ey, guckt euch mal an, wie viel die rumlaufen. Ey, das ist doch ein Witz. Wenn ich Glück habe. Ist das Pete? Wieso höre ich Wasser? Bist du bei den Tafeln? Oh, sorry. Komm. Wo geht der denn jetzt hin? Jetzt raucht der eine. Das wäre eine Chance, aber das Problem sind die beiden da hinten. Leute. Und die beiden. Komm her, genau. Hat gut geklappt, ne, Leute? Ich will mal an. Boah. Da kann ich am besten. Stehe unter Beschuss. Nämlich nicht treffen. Wow, oh, oh, oh. Okay. Ah.
Mehr Wagen. Ach du Scheiße. Wow. Das kann ich am besten. Keine Ahnung warum. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so gut kann. Ganz ehrlich. Ich will mich da jetzt auch nicht drüber streiten, ehrlich gesagt. Habe ich. Ich nehme das alles mit. Ich stelle mich irgendwie total dusselig an. Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht so hinkriege, wie ich das will. Ich möchte mich einhacken, Leute. Echt, ich möchte mich wirklich mal einhacken. Und was ist? So, wo haben wir jetzt noch Geld? Ach, hier oder was? Nee. Auch nicht. Wahrscheinlich unterirdisch, wa? Guck mal, hier ist so eine geile Klappe, ne? Da hätte ich schön mit dem kleinen Mobil, hätte ich da reinfahren können. Ich wette dafür, das geht. Oh, guck mal, wir können erstmal hier uns einen Zugangsschlüssel zu erzeugen, ne? Ist geil, ne? Wenn man weiß, wo der scheiß doofe Schlüssel ist. Ey, sorry die Ausdrucksweise, aber es ist so. Das ist jedes Mal so, dass ich das nicht hinkriege, wie ich das gerne wollen würde. Habe ich den Vogel schon? Ja, habe ich. Liegt hier noch einer, den ich vergessen habe? Einer noch ohne Fahrschein? Nö, eigentlich nicht, ne? So. So. Wie immer, wir müssen erstmal nach oben, bevor wir nach unten können, ne? Achso, wir müssen jetzt mal hier hin. Okay. Laptop für Zugriff hacken. Da haben wir noch was zu mitnehmen. Oh, jetzt geht das hier los. Nein, will ich nicht. So, den haben wir zurückgeholt. Warum kriege ich dieses Hacking nicht hin? Gerade. Ich stelle mich wieder irgendwie so total dusselig an. So. Das haben wir. Das haben wir. Nee, da. So. Jetzt. Und den haben wir. Okay, dann machen wir den mal hier. So. Der ist gelockt. Dann hat der auch einen Eingang.
Ah, seht ihr? So, dann ist der gelockt. Nach da. Sehr schön. So, jetzt kommt der hier dran. Weiß zwar nicht, was das sollte. Aber. Genau, jetzt ist der gelockt. Also entlockt, sorry. Dann ist der entlockt. Und dann geht das eins weiter. So. So. Uno. Der ist entlockt. Und dann muss der so sein, damit der so geht. Dann haben wir den hier. Jetzt können wir den auf den setzen. Oh Gott! Herr Justus. Nein. Den haben wir frei. Dann den so. Den so. Den so. Den auch frei. Und wir haben das interne Netzwerk freigeschaltet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das ist echt eine Kunst für sich, muss ich mal sagen. So, und ich bin jetzt eigentlich drin, ne? Wenn ich jetzt gerade nichts falsch gemacht habe. Ich bin zwar nicht drin, wie ich wollte, wie immer, ist nichts Neues bei mir, aber egal. Ja, trotz alledem, ich hoffe mal, die Folge hat euch wie immer gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und, ne, artig die Glocke anmachen, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Und in diesem Sinne, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als wie immer. Bis zum nächsten Mal und bis denne.